denkst, Mayo ist langweilig, dann probier das hier. Wir starten erst einmal mit Kürbismayo. Ein bisschen saisonabhängig, aber wir gehen mal davon aus, wir haben ihn. 100 Gramm Mayonnaise, 1 Esslöffel Salz, Pfeffer, 1 Teelöffel Senf, 100 Gramm gekochter Hokkaido-Kürbis, dazu noch 15 Milliliter Kürbiskernöl, das gibt eine schöne Farbe und einen schönen nussigen Geschmack. Alles miteinander vermengen und schon habt ihr aromatisch nussige Kürbismayonnaise. Als nächstes Pesto-Mayonnaise. Etwas krause Petersilie, dazu ein wenig Basilikum. Das Ganze fein schneiden, in eine Tüte oder einen Mörser geben mit einem Esslöffel Pinienkerne und das Ganze dann ein wenig zerdrücken, damit die ätherischen Öle freigehen. Dazu kommen wir als Basis mit 180 Gramm Mayonnaise, einem gut gehäuften Teelöffel Senf, dazu ein Teelöffel milden Honig und das Ganze abrunden mit ungefähr 50 Milliliter Olivenöl kaltgepresst mit dazu. Den Saft einer halben Zitrone. Dazu kommt unser geriebenes Pesto. Einen guten Teelöffel Salz, einen guten Esslöffel Pfeffer, so ein bisschen immer austarieren, was für einen geschmacklich passt. Und schon habt ihr schön kräftige Pesto-Mayonnaise. Als nächstes mediterrane Parmesan-Mayonnaise. Für die etwas italienische Liebe 150 Gramm Mayonnaise, 50 Gramm Schmand, dass das Ganze ein bisschen locker leichter wird. Dazu 40 Gramm Parmesan, der gibt einen schön kräftigen Geschmack und macht das Ganze so ein bisschen sämig in der Konsistenz. Miteinander verrühren. Dazu ein bisschen Pfeffer und 4 getrocknete, eingelegte Tomaten, fein geschnitten mit 4 Blättern Basilikum. Auch hier wieder eine halbe Zitrone ausgepresst, unterheben und das Ganze nochmal ein wenig salzen und bei Bedarf auch nochmal pfeffern, um das Ganze ein bisschen abzuschmecken. Und schon habt ihr eine kräftig fruchtige Parmesan-Mayonnaise für die nächsten Antipasti. Als letztes haben wir noch die Wasabi-Mayonnaise. Wir gehen so ein bisschen in den asiatischen Raum. Das Ganze ist auch jetzt richtig schön simpel. Wir starten erstmal mit 80 Gramm Mayonnaise, so 80 bis 100 Gramm ungefähr. Dazu kommt ein bisschen Wasabi-Paste. Da kann man so ein bisschen nach Bedarf ungefähr, ich habe jetzt einen halben Teelöffel, wer es ein bisschen schärfer mag, nimmt ein bisschen mehr. Das Ganze einfach unterrühren, dann haben wir so eine schön leicht scharfe Note. Dazu ein klein bisschen Salz und ein klein bisschen groben schwarzen Pfeffer. Und abgerundet wird das Ganze jetzt auch hier wieder mit ein bisschen frischem Zitronensaft. Die Zitrone ruhig vorher kurz ein bisschen anrollen, dann kommen die Säfte ein bisschen leichter frei und das Ganze lässt sich leichter pressen. Halbieren und dann auch hier wieder das Ganze schön reindrücken. Und dann habt ihr schön asiatisch angehauchte, leicht scharfe Mayonnaise. Ein Traum für euer nächstes Sandwich oder vielleicht ein bisschen Katsu-Chicken. Ich habe euch das Ganze unten in der Infobox verlinkt. Bis dahin, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.